Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Woolly World. Nach den ganzen Zelda-Gedönse von den letzten Tagen kümmern wir uns jetzt um ein wieder sehr schönes Spiel von der Wii U, und zwar Yoshi's Woolly World. Denn da haben wir in der Tat noch einiges auf uns zukommen, was wir machen müssen. Aber ich bin zuversichtlich, angesichts dessen, dass wir hier die Welt 2.8 haben, werden wir heute die zweite Welt abschließen. Und uns erwartet hier dementsprechend ein wunderbar schönes Boss-Level, was gar nicht mal so easy sein wird. Sage es jetzt einfach mal primär voraus. Aber wir haben Zeit und probieren es zumindest dies. De facto definitiv recht schnell zu lösen. Ich bin auch erst zuversichtlich, dass wir das recht gut hinbekommen sollten. So, wir haben jetzt aber erstmal einen Haufen einen Haufen Wolle. Diese haben wir jetzt einfach mal systematisch genommen. Sehr schön. Und das Abenteuer kann losgehen. Hi, Doski. Das wird jetzt einmal Spaß. So. Ja, ich sehe schon, Spaß ist die oberste Priorität. Wie wir sehen können, ich fliege hier aber das ganze Gewusel durch. Das ist mir de facto definitiv einfacher. So, was haben wir denn hier? Den kleinen Hosenzeißer beobachten wir jetzt mal kurz. Alles klar. Lieber mal nicht, weil er ist wütend. Sonst buckt er uns hier noch alles voll. Und das können wir de facto aktuell definitiv nicht gebrauchen. Ja, großes Wollknäuel, sehr schön. Hier machen wir eine Arsbombe drauf. Ne, wie ging das denn auf hier? So. Genau. Ah ja. Sehr schön, die waren Schlüssel, den hatten wir, glaube ich, gebraucht, aber erstmal was laufen wir hier kurz im sicheren. Genug versnauft, weiter geht's. Mit unserer Belustigung hier, wir haben Schlüssel, gehen rein und schauen, was es hier gibt. Ah ja, das... Oh nein! Wieso bin ich hier reingegangen, weil ich ohne die Scheiße muss das Level hier von vorne anfangen. Sehr schön. Ja, das war unnötig, Herz ist unnötig. Jetzt wissen wir wenigstens, dass wir ja da nicht hin müssen, wo wir hin waren. Ist gut zu wissen. So, haben wir noch mehr Wolkenknäuel, bekommen wir noch ein bisschen was, sind hier die Neonfarben. Sehr schön, muss es jetzt hier als Kunstliebhaber de facto mal sagen. Alle, die mich näher kennen, wissen, ich habe nichts mit Kunst an Hut. Dementsprechend ist das ein Widerspruch. Egal. So. Sehr schön. Übrigens, Leute, nach Yoshi's Woolly World fragen sich einige, was kommt danach? Was kommt danach? Planmäßig läuft das Brief. Ach komm. De facto. Was? Was machst du gerade für. Du machst Fehler. Ja, ne, wie gesagt, planmäßig läuft es de facto so ab. Schauen, dass ich die verrecke. Ja, das ist voll die Welt, dauert es erst ein bisschen. Ne, wir fangen erst im nächsten Part mit der Welt 3 an. Das heißt, das geht jetzt nicht unbedingt so schnell zum Starten. Wenn wir aber Yoshi's Woolly World fertig haben, kommt planmäßig Mario Kart 8 Deluxe. Das ist mit der Fleck. Also das ist quasi das nächste Projekt, was nach Yoshi's Woolly World kommt. Also was Yoshi's Woolly World ersetzt. Wir haben aber, ich habe noch ein paar andere Projekte im Petto, bei denen ich halt schauen muss, wann die kommen. Da werde ich nächstes Mal ein Infovideo bringen. Das wollte ich ursprünglich schon letzten Tage bringen. Habe ich dann aber diesbezüglich doch umgeschlossen. Ich dachte mir, ich bringe es mal lieber. Keine Ahnung, irgendwo anders, weil ich finde die Zeit dafür aktuell nicht so gut. Müsst ihr wissen. So, das ist ja alles gar nicht mal so einfach, ne? Ne, gut, das wäre es aktuell auch nicht. Zumindest für so ein Boss-Level ist das echt in Ordnung. So, auch wenn ich bei allen wichtigen einfach fast nur random vorbeitresse, aber ihr wisst ja, ich bin nicht so ein Typ, der 100% braucht bei was auch immer. Mir reichen auch 50%. Ah, ja, hier geht's ganz schön ab. Heiß wird das hier. Heiß geht's hier drum. Mir wird dann gleich richtig. Richtig heiß wird's mir hier.
So, hier oben gibt es bestimmt irgendein Secret, angesichts dessen, dass sie eine Stufe ist. Sehe ich dem denn, so? Ich habe keine Ahnung, aber wir werden das jetzt herausfinden. Indem ich mich jetzt einfach mal hier hinwerfe. Wir sehen, wir nichts. Hier ist definitiv kein Secret. Also, hier mal die Tür. Es hilft nichts. So, jetzt, was haben wir denn hier? Midway Flag. Juhuhuhu. Ach ja, ich glaube, ich kenne die Szene. Da kommt doch jetzt dann gleich so ein Behinderter beim Bosskampf. Kommt dann so ein behinderter Maulwurf, der hier irgendwie in Lavaströmen sein Unwesen treibt. Irgendwie sowas. Was weiß ich. Oh, du Hund! Ich dachte immer, Hunde sind Freunde des Menschen. Ich sag nur Wuffel, aber dieser Hund. Dammit. Wie geht das hier weiter? Oh, Scheiße. Ach, Scheiße. Was ist das hier? Mann! Ich wollte damit gerade diesen Wichserhund hier abschießen. So. Getan haben wir es jetzt halt erst. Halt, stopp, gibt es ein neues Leben? Ich würde so hoffen. Dafür opfer ich das jetzt hier. Ha! Nice. Nein, 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 nein. Nicht wieder alle neue Leben hier jetzt verspielen durch Blödsinn. Das heiße. Jetzt gut und wohl überlegt handeln. Ja, 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 das ist sehr schön hier. Sehr schön und sehr gut. Überlegt! Damit! Nein, was habe ich jetzt gemacht? Hier sieht man mal wieder, meine Intelligenz ist definitiv nicht zu steigern. So. Und hier wäre gerade bestimmt so ein Dings gewesen, wo es... Ah, nee, der Wollport-Gedünse ist hier. So. Einmal kurz Heiger auffressen. Komm her, es fresst es. Danke schön. Alles klar. Alles klar. Was denn hier noch auf einmal? So. Jetzt langsam nimmt das Level Bosshaftigkeit an. Ich mag diese komischen Feuer bringenden. Alles das, ich hab doch geduckt. Was ist denn das hier? Diese ganze Feuer spannenden Hunde mag es nicht. Ist ja nicht nett. Ich mag keine Hunde, die nicht nett sind. Die sind scheiße. Sind böse Köter. So. Nicht falsch, was den mit böser Köt. Bin ich jetzt zu dumm, diesen scheiß Hund hier abzuschießen, aber das soll mir herzlich egal sein. So, Eier, jetzt kommt ein Bosskampf und ich habe keine Wolle mehr. Halleluja. Das wird jetzt reichlich lustig. Och nee, du brennst wohl auf eine Abreibung. Was? Ha, mit dem Kontext! Aber genau, für diesen Zweck habe ich hier etwas Besonderes. So, jetzt fehlt bestimmt daraus so ein Riechen. Ja, ja, das war mir klar. Das fehlt mir jetzt hier auch noch so ein Überfluss. So, der tut jetzt was an des Riesenfeuers beilen, wenn er mal aufs Klo muss. So, wie besiegt man so einen Hund? Alles klar. Hier müssen wir auch irgendwas machen. Fressen oder einen Hintern fassen oder vielleicht der Geier was. Ich habe keine Ahnung. Was man bei diesem Riesenköter machen muss. Vielleicht an seiner Nase oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, es tut da wieder Feuer rum. Kicken. Warte jetzt nochmal. Kurzer Cut. Also, falls der Stepper braucht Wolle, um diesen Typ 1 über zu braten. Und das ist eine Sache, die ich de facto nicht sehr schön finde. Genauso, dass der Hund ihn nicht mal wegspringen kann. Danke. Aber ich glaube, dazu wissen, wie wir ihn 1 überbraten können. Und dies probieren wir jetzt de facto einfach mal aus. Denn sein Hüftgelenk, Schnupfen oder was der da hat. Alles klar.
Ja, so in etwa, nur halt ein bisschen effektivere Attacken. Aber es geht in etwa in die Richtung. Ich habe eigentlich keine Lust hier zu verrecken unbedingt. Weil dann müsste ich das heißt nochmal ab einem bestimmten Teil von vorne machen. Und ihr könnt euch vorstellen, meine Lust darauf brennt nicht allzu arg. Aber mal schauen. Vielleicht bekommen wir es jetzt dahin. Ja, alles da, das, wieso hält denn das hier nicht? Hä? Wow, was? Worte? Alles klar, ich brauche Wolle, ich brauche richtig viel Wolle. Achso, ach Leute, geht das hier weiter. Und ich habe Wolle. Aber jetzt denkt das Telefon. Kurzer Cut. So, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Wolle. Das ist tricky, tricky hilfsam. Ach komm, das hätte jetzt auf seine Nase gehen sollen. So, zusammenkauen und nichts machen. Das hilft dir in dem Fall zwar exakt nur das. Während er hier auf unserer Seite steht, das probiert gegen die Wand zu rennen. Aber nicht wirklich was anderes hilft hier in dem Fall. Der gewinnt jetzt heiße. Wir bereiten uns vor, jetzt dürft sofort eine Nasenattacke. Bam! Und jetzt nochmal kontern, weil es so schön war. Nicht heiße, das hätte ich. Nein. Drauf. Spring mich auf die Seite. Das heißt, hungert mich. Springt so ein verdammtes heiße. Aber es weiß wenigstens, wie es geht und. Wenn wir nichts falsch machen, dürften uns die letzten drei Wollknolle definitiv reißen, um den Typ zu erledigen. Und wir haben das Level in 3 Minuten abgeschlossen. So wird es optimal laufen. Ob es so läuft, das werden wir jetzt sehen. Aber erstmal haben wir den Typ hier. Naja, das ist ja nichts Neues. Hallo. Ach, das hat nur ein Leben, alles klar. So, das heißt, wenn ich mich jetzt hier treffen lassen würde. Nein. Alles klar. Was bringt jetzt gleich von hier hin? Das beunruhigt mich jetzt gerade leicht und irritiert mich auch. So, das hatte wieder Blähungen, dieser Hund, ey. Das ist das schlimmer als. Wir hatten auch mal so einen Hund, der hat Blähungen gehabt, ey. Das war der reinste Horror. So. Jetzt bring zurück, Hund. Jetzt kann man das hier. Alles klar, ist für. So. Ne, jetzt müssen wir auf seine scheiß Zunge drauf springen. Damit, 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 boom! So, das wird natürlich aggressiver und alles klar. Alles klar! Und? Kannst du wieder mit deiner Aggressivitäten? Depression, was auch immer, Gedöns hier aufhören. Alles klar, wie hält das jetzt nicht? Wollen die mich verarschen? Das hält nicht und ich hab. Was macht der jetzt? Der Hund macht mir Angst. Ah, fuck, ich hätte die einsammeln müssen, die sind wichtig. Nein, ich hätte das wirklich behalten sollen. Ja, warte! Ja, nee, ne? Das ist jetzt gerade so ein derbes Pass. Komm, spuck wieder Wässer aus. Ja, ne, das ist alles nicht gesellt. Was mache ich gerade? So, das kann noch so 100 Jahre weitergehen und nichts passiert. So. Ja, so hat es nicht laufen sollen, aber so lief's de facto. Komm mal runter. Ja, genau, ne? Ist tut ihn treffen, nichts hält. Also, keine Ahnung, was gerade schief läuft. Aber wir haben es halt. Leider keine Wahl mehr, aber es halt haben wir. So. Aber das ist ja peinlich. Jetzt werde ich um Gottes Namen hinbekommen, den Typen jetzt hier auszulösen. Oder? Ja, was ist denn das immer? Wieso siehst du da falsch hin, oder was? Ich habe keine Ahnung. So, meine gute Laune geht jetzt auch so langsam weg. Na, supi. So, Hund, geh da weg. Ah ja. Ah, das war unnötig. Unnötig wie die Pest. Und es geht in die Verlängerung, liebe Damen und Herren. Ah ja.
Was haben wir noch vor uns? Drei Welten oder so? Heide, was geht? Ja, das bekommen wir hin. Ich bin zuversichtlich. So, und Ticket wieder was. Ach komm, wieso mache ich das schon wieder? Wieso drücke ich zweimal die B-Taste, wenn ich weiß, dass das nichts Zielführendes ist, sondern ihr uns stört. Bisschen massiv stört. Wie in dem Fall. So, Hundsburg weiter. Blaue Sachen hier aus. Dankeschön dafür. Ja, was ist denn das immer? Ich werf gegen ihn und nichts geht da irgendwie, trifft da. Aber ich habe jetzt nochmal eine Idee, die ich probiere zu machen. Von der ist keine Ahnung, ob sie geht. Du nach dem Motto. Let's. Bam. Also ich meinte jetzt natürlich nicht Let's Bam, aber ich mache mir das erstmal zum Vorrat. Von 2 bis 3 Wollknoll. Damit ich dann definitiv genügend habe, um es dem Typ auszuzahlen. Weil diese Funktion hier, wie man hierzu wirkliche Wollknolle macht, das habe ich jetzt erst einfach gehackt. Nice, ne? 1-2 lassen wir sofort das Zauber nochmal machen und dann gehen wir in den richtigen Angriff gegen das Vieh und bekommen dies demanspressend fertig. Die Hoffnung. Diesbezüglich ist zumindest da. So, also einmal einholen wir uns noch, dann haben wir definitiv genügend Wollknolle. Die Hoffnung ist zumindest da, wie immer. So, und es spuckt schon wieder rum. So, jetzt haben wir genug. So, mal wieder. Ne, wisst ihr, das ist halt immer das, diese ganzen Aktionen hier, die einfach nichts sind. Und man weiß nun mal nicht, wieso. Aber hier, sagen wir, ach komm, ich wollte ja einsammeln, nein. Hä? Was ist denn das immer? Ich habe gerade keine Ahnung, was hier bitte schon schief läuft. Keine Ahnung. Aber weil es lustig ist, probieren wir den ganzen Zeichentrick jetzt nochmal. Und dann... Der sieht das meist auch wieder. Die reagiert, der reagiert irgendwie auf die Wollknolle nicht. Hä? Das brauchen wir jetzt nicht zu kopieren, oder? Ich meine, das kann jetzt noch 100... was das ist, wie lange hier so weitergehen. 100 Jahre, das nützt nichts. Ne, ich werfe die ganze Zeit gegen ihn und das heißt, nützt nichts. Ich bekomme gleich mal wieder hier so einen Anfall, ey. Das ist doch der Horror. Das frustriert mich jetzt irgendwie so leicht. Und gerade war es noch so gut drauf. So, ich hab den hier beim Petto. Und probiere es gleich nochmal auf ein neues. So. Ach komm, jetzt habe ich noch ein halbes Herzen. Ja, nee, ist irgendwo jetzt auch klar. Hä? Wieso treffen die alle nicht? Wieso? Was mache ich falsch? Ich kapiere es nicht. Und ich hab auch nur langsam keine Lust mehr auf diesen ständigen Scheißdreck. Jetzt habe ich gar keine Wahl mehr. Ist ja geil. Ach, das tut einfach nur noch Horror. Und langsam regt's mich doch und hier leicht auf. Dieselbe Prozedur immer und immer und immer. Es wird zu langsam einfach witzlos. Das muss ich jetzt hier... Was? Ich bin da nicht mal dran gelaufen. Alles da. Jetzt wieder ein Moment, wo mich dieses Scheißgame ankotzt. Wirklich, das ist so, das ist einfach so. Probieren wir es nochmal, jetzt haben wir wenigstens, habe ich wieder mehr Power und keine Ahnung. So, es darf nicht so viele Fairs hießen, sagte ich und verschoss erstmal 3. Das ist schon wieder dieselbe Hundekacke wie immer. Ich muss mir die 4, die noch da sind, wirklich bewusst aufheben. Jeder Treffer muss punkten. So. Ach komm, Scheiße. Jetzt hat.
Nice, zwei habe ich noch übrig. Also, es kommt der eine, der jetzt beispielsweise am besten in Luft begeben, wenn man nicht davon getroffen werden müsste. Von dem Hitzeschlag des leicht aufgebrachten Hundes. Bruh. Warte! War vorherzusehen. So. Ja, jetzt wird erst mal Sachen hinnudeln. Wie kann man den jetzt aktuell... Ah, wenn er jetzt so ist. Ah, er muss grau sein. Jetzt kapierst du das. So, jetzt ist der richtige Akku. Gleich in die Luft gehen, weil jetzt kommt richtig viel Ärger auf uns zu. Ja. Jetzt selbst tobt er aber das Vieh. Heide, was geht, dass ich da in der Luft bin. So, jetzt wird es auch nochmal ins... Bussen Lust. Aber das hat mich getroffen. So, was macht er jetzt? Ah ja, jetzt fliegt dieses Vieh. Jetzt! 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 Bam! Ich glaube, das hat gesessen. Er ist weg. Nice! Ah, wir haben es geschafft. Ha, Leute, das war sogar noch im Rahmen. Da bin ich jetzt froh. Zeitlich gesehen zumindest im Rahmen. Nice, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ging ja eigentlich das Level. Ne, hätte ich früher begriffen, wann man den Typ da Wollknolle hinwerfen kann, wäre das Ganze sicherlich schneller gegangen, aber es ist in Ordnung. So, ja, im nächsten Part geht's dann, wie wir sehen, mit Welt 3 weiter. Das ist sehr schön. Ja, jetzt gibt es wieder die Trick-Anstecker umsonst, die aber eh nicht nützen. So, aber jetzt regt sich der Kamek hier erstmal auf. Und sehe da eine wunderschöne Welt 3, auf die ich mich so richtig freue, beginnt. Und zwar am nächsten Part. Liebe Leute, in diesem Sinne, danke fürs Hushauen. Macht's gut, bis zum nächsten Part und ciao! Thank you.